Ja, hallo und willkommen zu einem ganz kurzen Halloween Amazon Unpacking. Und zwar ist hier ein kleines Päckchen mit angekommen von Amazon mit ein paar kleinen Grusel-Klassikern, Horror-Klassikern aus den 80er und 90er Jahren. Mal gucken. Fangen wir mal an. Und zwar eine Blu-ray und 4 DVDs. Wir fangen mit der Blu-ray an. Halloween Age 20. Auf dem Cover steht drauf inklusive alternatives Wendecover. Werden wir die Sache mal öffnen. So. Kommen ja die nächsten Wochen noch ein paar Mediabooks raus aus der Halloween-Serie. Ich glaube 3, 4 und 5 kommt als Mediabook von NSM, glaube ich, raus. Mann, wird teuer. Gut, so, dann haben wir hier Halloween Age 20. So sieht die Sache von innen aus. Gucken wir uns da mal alternative Wendecover an. Ja, dann drehen wir es auch mal gleich. So wie die DVD damals. Sieht jetzt Halloween Age 20 so aus. Gut, dann haben wir noch 4 Horrorfilmchen aus den 80ern oder Anfang der 90ern. Alte Klassiker, neu aufgelegt, damals neu geprüft, wurde runtergestuft von 18, 16 auf 16 und sind jetzt alle uncut. Die Scream Queen, Prom Night mit Jamie Lee Curtis und Leslie Nielsen. Man höre, man staune. Die Disc hat auch ein Wendecover. So, Prom Night 1. Guter alter Oldschool-Slasher von 1980. Und wie gesagt, jetzt FSK 16 ungeschnitten. Dann haben wir mit für mich den vielleicht besten Teil der Reihe. Prom Night 2, Hello Mary Lou. Auch mit Wendecover natürlich. Da sieht man mal, wie die neue Betrachtungsweise der FSK heutzutage ist. Damals geschnitten teilweise und dann ab 18 freigegeben und heute ohne Probleme frei ab 16. So, dann haben wir natürlich auch den dritten Teil. Ich sag mal, ab Teil 3 wird es ein bisschen schwächer in der Serie, aber die war jetzt bei Amazon, waren jetzt die einzelnen Teile Stück 5,97 Euro und dann habe ich da mal gut zugeschlagen. So, Teil 3. Auch gleich den Wendemann hier spielen. Wie gesagt, das sind ein paar nette Filmchen, die man sich jetzt gerne noch mal zu Halloween oder vorher reinziehen kann. Kurzweilige Slasher-Filmchen mit ein bisschen mit einem Touch-Horror. Prom Night 3 und zu guter Letzt natürlich fehlt dann noch Prom Night 4. So, wie gesagt, ich habe sie mir jetzt alle 4 geholt, weil der Vollständigkeit halber. Die besten sind für mich Teil 1 und 2, aber für einen Fünfer kann man die anderen beiden Teile auch mit sich also kaufen. Und wie gesagt, hier haben wir normale Prom Nights von 1, 2, 3 bis 4, Uncut und den Halloween Age 20. Jo, und das war's auch schon. Ein kleines kurzes Unpacking, Amazon. Bedanke mich, schönen Abend noch, macht's gut, Freunde, kommentiert mich, bewertet mich, abonniert mich. Bis die Tage, euer HD Frick 1968. Ciao, ciao.